Hallo und herzlich willkommen zu einem netten kleinen Video zu Halloween. Und ja, jetzt zeige ich euch, wie man ganz schnell die seltene Kürbismaske bekommt, die ich hier auch habe. Bin auf meinen zweiten Charakter gegangen und ich zeige euch hier, dass ich sie auch nicht besitze. Deswegen, wie gesagt, werde ich euch einmal hier kurz zeigen, dass ich sie wirklich nicht besitze. Denn man kennt mich ja, ich besitze ja hier mehr oder weniger eigentlich fast alles. Deswegen hier auch wirklich das Beweis, dass ich ihn hier wirklich nicht besitze, die Kürbismaske. Ich switch einmal hier kurz durch. Und ich werde euch jetzt 10 Locations zeigen, wo ihr eben schnell und easy innerhalb von 10 Minuten diese bekommen könnt. Nummer 1 befindet sich hier. Da ist Nummer 1. Eben hingehen, Kürbislaterne reingehen. Hier habe ich bekommen einmal den Energiestoß. Bei Kürbislaterne Nummer 2, die befindet sich auch ganz in der Nähe. Da habe ich bekommen, wie gesagt, zeige ich kurz, was es ist. Dann sammeln wir sie ein. Nummer 2, da habe ich bekommen den Elektroschock bei Kürbislaterne Nummer 3. Diese befindet sich auch auch hier, befindet sich an dieser Location hier. Das ist Kürbislaterne Nummer 3. Und da habe ich bekommen etwas Bargeld. Kommen wir zur Kürbislaterne Nummer 4, die befindet sich auch ein Haus weiter oder zwei, drei Häuser weiter. Zeige ich euch eben auch auf der Karte, wo das Ganze sich befindet. Das Ganze ist hier und dann sammeln wir sie ebenfalls ein. Zack, bekommen 1000 RP. Kürbislaterne Nummer 5 befindet sich hier. Einmal einsammeln, bekommen wir Stoned. Dann kommen wir zur Kürbislaterne Nummer 6 und die sechste ist hier an dieser Straße hier und da liegt sie auch schon, da laufen wir eben hin und dann sammeln wir sie ein. Ich zeige euch jetzt auch eben noch die Location dieser sechsten Kürbislaterne. Diese befindet sich genau hier. Dann einsammeln. Haben wir 6 von 10, bekommen Snacks. Dann kommen wir zur Kürbislaterne Nummer 7. Diese befindet sich hier. Hier ist mir etwas Blödes passiert, aber das seht ihr gleich. Einmal zeige ich euch kurz, wo das Ganze ist. Das ist hier. Da, wo das H bei Lester ist, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Dann eingesammelt, Energiestoß bekommen. Und da bin ich gestorben. Kürbislaterne Nummer 8 befindet sich hier an der Tankstelle. Die einfach einsammeln. Ich zeige euch eben nochmal die Location der Tankstelle. Diese Tankstelle ist hier. Und direkt gegenüber ist eigentlich auch schon Kürbislaterne Nummer 9. Das zeige ich euch aber eben auch. Hier habe ich wieder Stone bekommen. Dann bin ich zur 9. hingelaufen, gefahren. Können wir machen, wie ihr wollt. Das ist direkt gegenüber. Zeige ich euch trotzdem mal eben auf der Karte. Und dann sammeln wir die Kürbislaterne Nummer 9 ein. Und dann gehen wir auch direkt zur nächsten und letzten Laterne. Und zwar die Kürbislaterne Nummer 10. Da brauche ich jetzt hier nicht wirklich viel cutten, denn das zeige ich euch einfach eben easy. Wir steigen wieder in unser Auto ein. Und fahren einfach hier die Straße rein. Und direkt da werden wir die Kürbislaterne auch schon direkt finden. Einfach einsammeln. Und ich zeige euch eben trotzdem nochmal, werden sammeln, wo das Ganze auf der Karte ist. Das Ganze befindet sich hier. Das war's auch schon mit allen 10 Kürbislaternen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann nicht so weit. Erstmal raus. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst dem Video gerne ein Like da und mir noch gerne ein kostenloses Abo. Oder aktiviert die Glocke, um nichts mehr rund um GTA Online und später rund um GTA 6 und Livestreams zu verpassen. Wollt ihr mit mir zocken? Kein Problem. Kommt doch gerne auf meinen Discord-Server. Da befinden wir uns regelmäßig in den Talks. Und natürlich ist die Crew sinnvoll, dieser auch beizutreten. In dem Sinne bin ich aber erstmal raus. Euer DockerBeast91 und ciao.